Jö. Dann wollen wir weiter. Beziehungsweise wir schlafen erstmal. Nee, können wir nicht wegen diesem doofen Kraken-Ding. Okay. Dich wollten wir eh töten. Also, stirb. Nee, du haust mir nicht ab. Du bleibst genau hier und bist verprügelt. Au. Oh, Buckler beschädigt. Wir dürfen nicht zu weit nach vorne gehen, weil dann sind wir im Wasser und da können wir nicht kämpfen. Komm schon. Unsere Gargoyle-Augen sind noch ganz grau. Das heißt, er wurde noch nicht getroffen. Es kann sein, dass wir noch gar nicht treffen können von hier. Sieht nämlich fast danach aus. Entweder das oder ich muss definitiv meine Keulen und Schwerter und Angriffsfertigkeiten erhöhen. Nee, komm, gehen wir ein bisschen zurück. So, komm näher ran. Gehen wir da hin. Gehen jetzt näher ran und probieren es jetzt mal. Yeah. Und du haust schon wieder ab, du kleines, garstiges. Ich will doch nur schlafen. Ach na, also und gleich rot. Oh, sehr schön. Ja, doch. Kann man nicht meckern mit der Keule. Und jetzt schlafen bitte. Ja, ich habe die Lampe wieder vergessen, ne? Ja gut. Warte. Dich benutzen da drauf, aber wir brauchen das Ding gar nicht. Denn wir haben uns verklickt. Wir wollen dahin. Wir wollen alle dahin. Wir wollen in Loa. Licht, sehr schön. Und wir wollen essen. Was sagt das Handbuch mir zu essen? Das da. Das da. Das da. Plopp, Fisch. Noch irgendwas. So. Drei Sachen müssten da jetzt liegen. Die wir auch gleich alle verputzen können, denke ich mal. Wir haben schon eine Weile nichts mehr gegessen. Also ein Fisch, eine Keule Fleisch und ein Baguette. Niam, 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 niam. Mehr? Ein Apfel dazu. Komm schon. So, ich hätte gerne eigentlich die Nachricht jetzt bekommen, dass wir nicht mehr essen können, aber irgendwie können wir ganz schön viel essen. Ganz schön viel. Na gut, dann nochmal schlafen. Ich hoffe mal, die Bettdecke kann nicht irgendwann kaputt gehen. So, Licht sparen wir uns erstmal. Erstmal essen. Ein ganzes Rad Käse. Ernsthaft, Held? Zwei. Ne, kann er nicht mehr essen. Sehr schön. Hätte mich auch ein wenig beängstigt, wenn nicht. Falls du es noch nicht bisher gefunden hast. Punkt, Punkt, Punkt. Hoffe, du hast nicht vergessen deine Quest. Musst deine Anstrengung verdoppeln. Sehr motivierend. Okay. Alles zurück in Loa. Licht. Alles weg. IPM. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Kannst du jetzt das Rad Käse essen? Jo. Also wir müssten jetzt völlig gesättigt sein. Wir sind voll mit Lebenspunkten, wir sind fast voll mit Mana, wir haben Lichtzauber. Und wir haben das doofe Tentakel-Ding da umgebracht. Also, Karte, was sagst du mir? Du sagst mir, wir haben hier sehr viel Platz noch. Aber scheint auch sehr viel Wasser hier zu sein. Gut, gucken wir uns erstmal Richtung Nordwesten um. Das Stückchen hier haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Da geht's hoch, aber da will ich gerade nicht hoch. Ich will erstmal hier die Karte vollständigen. Und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn das Innenlohr nicht so hell wäre wie unsere... Ja, ist nicht so hell wie unsere Laterne. Aber ja, es reicht erstmal. Und wir müssten noch sehr viel Öl in unserer Rumpelkammer haben. Aber solange wir da gerade keinen Zugriff zu haben... Oh, schon wieder so ein Ding.
Solange wir keinen Zugriff zu haben, benutze ich erstmal nur den Inlor. Später, wenn wir wieder einen Trip zurück machen, dann können wir das wieder ändern. So. Kraken, Tentakelding, komm her. Oh, nee, so nicht. Du sollst hierher kommen, wo wir dich auch hauen können. Genau. Schön von oben hauen. Zack. So, du bist grün. Tick näher ran. Er geht immer wieder zurück, der Feigling. Rot. Tot. Und Level Up. Sehr schön. Süden. Hier waren die Echsen. Ich würde gerne nordöstlich von hier auf das Zeug darauf. Ich glaube, da hinten war der Hochgang zu dem Bereich. Also da, wo ich eben gerade gesagt habe, dass ich nicht hoch wollte, sondern erst die Karte vervollständigen. Hier irgendwo. Genau da. So. Hops. Da wäre das dann. Kriegen wir dich auf? Jo. Was steht hier? Die Runen sagen. Magischer Kristall zeigt versteckte Grüfte und Monster. Magischer Kristall? Da fallen mir jetzt gleich zwei ein. Einmal die Kristallkugel, wo wir nach Britannia gucken können. Und der Resilience 4. Also diese rote Kugel, die wir oben in der Rumpelkammer liegen haben. Aber ich glaube, die konnten wir gar nicht benutzen. Also meint er wahrscheinlich was anderes. Na gut, behalten wir mit der Kopf. Also Kugel oder magischer Kristall kann Unsichtbares entdecken. Und Verstecktes aufdecken. So in der Richtung. Und sonst ist hier anscheinend gar nichts. Also müssen wir jetzt... da würde ich ganz gerne hin. Also zurück. Und dann die Brücke zu unserer Rechten und geradeaus weiter. Also zurück, 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 zurück. Brücke zu unserer Rechten, geradeaus weiter ist nur die Rampe runter. Ja. Jetzt. Ist hier irgendwie an der Wand lang? Nö. Das heißt, ich springe jetzt einfach mal ganz kurz rein, damit die Karte gezeichnet werden kann. Nicht, dass ich mich durchgehen frage, ob sie nicht doch irgendwo weiterging und so. Wasser können wir nicht hochschwimmen, richtig? Richtig. Also ja, wäre auch eh unlogisch, aber bei manchen Spielen geht das ja. So, also hier ist jetzt überall nichts. Da war der tote Echsenmann, glaube ich. Hier sind die Echsen selber. Den Rest kennen wir noch nicht. Also gehen wir jetzt hier nach oben. Erstmal nordwestlich, richtig. Und dann nach Norden. Mit ganz vielen Abzweigungen. Das kann ja lustig werden. Ding. Und eine Spinne. Komm her, Spinni, Spinni. Wir sind Level 9. Kannst uns gar nichts. Wow. Ist jetzt schon rot. Wir sind definitiv stärker geworden. Ist das da eine Keule? Eine exzellente Keule. Serviceable Maze. Also, ich hoffe jetzt für dich, dass du nicht so stark bist wie das Ding da. Und eine Kettenhose. Sehr schön. Gold kommt alles mit. Ja, wie finden wir jetzt raus, welches besser ist? Könnten es probieren, aber dann wäre es gefühlt. Also wir schlagen auf eine Spinne und wenn sie schneller stirbt als nach 3 Schlägen, dann ist es besser? Ich weiß ja nicht. Ne, wir behalten erstmal die, benutzen die eine Weile. Und wenn die jetzt zu sehr angeschlagen ist, können wir immer noch auf die wechseln. Und das hier ist halt nur für den größten Notfall. Oder verkaufen. Die Kettenhose, ist die angeschlagen? Nein, die ist noch serviceable. Sehr schön. Abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Okay. Du bist auch abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht.
Nein, ich will die gar nicht bewegen. Ich will. So. Passt nicht. Passt nicht, ne? Ja, die Schlüssel dazu werden wir wahrscheinlich hier auf der Etage finden müssen. Oh, Flattermaus. Ist da irgendwo verschwunden. Ich hab's genau gesehen. Kurz Licht an. Ah, wo bist du? Geflohen, das garstige Ding. Ich glaube, hier waren wir schon mal bei dem ganzen Nebel. Oh. Ich höre sie immer noch. Aber ja, nee, Fledermäuse jagen ist nicht so wirklich toll. Was sagt die Karte? Ja, genau, hier waren wir schon. Also bei dem Knubbel hier. Genau. Da ist ein Tentakel-Ding, das könnten wir eigentlich auch mal umbringen. Genau, du. Wir brauchen mehr Training. Außerdem nervt ihr und wir können bei eurer Gegenwart nicht schlafen. Ich glaube, ich kann ihn so nicht treffen. Hat er gerade den Boden gehauen? Oder haben wir den Boden gehauen mit unserer tollen Keule? Oh, Buckler beschädigt. Na komm, komm mal weiter hier. Nein, nicht ins Wasser. So. Nee, du, weißt du was? Das macht keinen Spaß, so gegen zu kämpfen. Wir suchen jetzt mal den ersten Kampfzauber raus. Das wäre. Handbuch sagt mir das da und das da. Piu. Piu. Trifft irgendwie das Wasser. Aha. Und wir haben nicht genug Mana. Ja, schade. Aber ist eine wirklich gute Alternative. Wenn wir nur mehr Mana hätten. Aber mit Mana können wir uns hier erkaufen quasi am Schrein. Wenn wir dann zurücklaufen würden. Denn das Mantra dafür war, was sagt mein Zettel? Mu-Arm. War Mana. Ich glaube zweimal wurde es dadurch gesteigert. Benutzen? Ja. Oh, was war das? Ein Teleporter. Karte? Wie jetzt? Ich glaube, es war hier. Teleporter. Wir wurden zwei Schritte nach links teleportiert? Aber es sieht hier wie ein abgeschlossener Bereich aus. Ja, wir können also von hier aus dahin gucken, wo wir hergekommen sind. Hm. Okay. Ich höre Fußstapfen. Da kommen wir her. Also wir kommen von Nordwesten. Ganz schön viele. Oh, ein Ank. Würde ich eigentlich ganz gerne hier die Gegend erstmal sichern, aber kann ich alles haben? So, was bist du? Die Runen besagen. Ora, das Mantra des unbewaffneten Kampfes. Unbewaffneter Kampf. Nee. Nee, ich glaube, den schreibe ich mir nicht mal auf. Obwohl, doch, ich sollte mal alle aufschreiben. Stift. Ora. Anarmt. Wäre bestimmt auch ein interessanter Charakter, der nur auf Waffen losgeht und dann gar nicht von den ganzen Waffen abhängig ist. Aber das sind halt nicht wir. So, benutzen. Das Mantra für Mana will ich nehmen. Mu-Arm. Das ist nicht Mana? Wie jetzt? Warte mal. Angriffskraft, Attack Skill, Deals, Barter, Sicht, Anarmt. Nö, Mu-Arm hatten wir mal benutzt. Und es hat uns damals zweimal Mana gegeben. Und jetzt hat es uns Lore und Casting gegeben. Also Casting ist bestimmt doch wichtig, dann fizzelt das nicht mehr so häufig, aber ich wollte eigentlich Mana haben.
Zeug mal. Runter, runter. Mana ist 6. Casting ist 3. Vielleicht erhöht er das, was von den Werten, die zu der Rune gehören, am niedrigsten ist. Also meinetwegen zu dem Mantra gehört jetzt Mana, Lore und Casting. Und ich habe es am Anfang gesprochen, habe ich Mana bekommen. Und jetzt, weil die beiden niedriger sind als unser Mana-Wert, haben wir diesmal die beiden bekommen. Oder es wechselt sich ab. Es könnte sein, dass wir noch einen Punkt über haben. Ich probiere mal.